Im Jahr 2004 betrat ein neuer Internetbrowser das Softwareparkett. Der Mozilla Firefox konnte innerhalb von kürzester Zeit seinen Konkurrenten einen großen Marktanteil wegschnappen und das ohne große Werbe- und Entwicklungsbudgets. Hinter dem erfolgreichen Programm steht die Mozilla Foundation, eine gemeinnützige Organisation, die es sich zum Ziel gesetzt hat, Wahlmöglichkeiten und Innovationen im Internet zu wahren. Mitchell Baker, Vorsitzender der Mozilla Foundation, sieht in der Öffnung der Firma nach außen und der Veröffentlichung des Programmcodes für die Nutzer die einzige Möglichkeit, das Projekt Firefox erfolgreich zu halten. Die Open-Source-Community ist grundlegend für Mozilla. Wir sind eine sehr kleine, gemeinnützige Organisation, also nicht wie andere Internetfirmen. Wir haben wenig Mitarbeiter, aber die sind die Basis für mehrere tausend freiwillige Helfer. Ohne die könnten wir Firefox nicht entwickeln und verbreiten. Als Firma könnten wir nicht mit Microsoft, Apple oder Google konkurrieren. Deswegen haben wir unsere Freiwilligen, die uns helfen, das Internet zu verbessern. We have a community of people who help us build Firefox in order to make the internet better. Die Mozilla Foundation versteht es, ihre Nutzer zur Verbesserung ihrer Programme anzuzapfen. So testen hunderttausende User neue Versionen von Firefox oder übersetzen die Software freiwillig in über 75 Sprachen. Dabei helfen sie nicht nur bei der Produktentwicklung mit, sondern zeigen der Firma deutlich auf, in welche Richtung sie sich bewegen sollte. First of all, many of our decision makers are based on leadership and reputation. Viele unserer Entscheidungsträger haben ihren Status aufgrund von ihren Führungsqualitäten und ihrer Reputation, nicht aufgrund einer Festanstellung. Also treffen viele Mitglieder unserer Community Entscheidungen über das Produkt. In anderen Fällen gibt uns die Gemeinschaft Feedback, ob wir die richtigen Dinge tun. Wir wollen ein öffentliches Internet, das für jeden individuellen Nutzer gut ist und nicht eines, das uns am meisten Profit bringt. Dafür sind die Mitglieder unserer Community die beste Quelle. Sie sagen uns, welches Produkt sie benutzen wollen. Und das tun sie ganz besonders, wenn es um die Weitergabe von Nutzerdaten geht. Als Mozilla in der neuesten Version von Firefox eine Funktion einführte, den eigenen Standort an Webseiten zu senden, schrillten bei vielen die Alarmglocken auf. Mozilla bemüht sich, diese Bedenken zu beruhigen. Ein wichtiger Feedback-Kanal hierfür sind die deutschen User. We've also found among our user base that Germany is the most outspoken language and locale. Wir haben herausgefunden, dass die Deutschen die User sind, die sich am offensten zum Datenschutz äußern. Immer wenn wir eine neue Funktion einführen, die Privatsphäre bedrohen könnte, kommen die meisten Fragen hierzu aus Deutschland. Das ist ein gutes Zeichen. Es zeigt uns, dass es Millionen von Menschen gibt, die sich für Datenschutz interessieren und sicherstellen, dass wir das Richtige tun. Es gibt uns ein Gefühl dafür, bei welchen Dingen sich die Menschen wohlfühlen und bei welchen nicht. Lots of people double-checking for us. And it gives us a sense of the kinds of things that make people really comfortable and really uncomfortable. Das Konzept von offener Software und der Mitarbeit hunderttausender Fans ist für die Mozilla Foundation aufgegangen. In Deutschland hat Firefox bereits einen Marktanteil von 40%.